kicken. Ist der Bomb hier gewesen? Nicht gesehen. Der muss hier. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, hier bei uns im Platinum Club der Esprit Arena. Fortuna Düsseldorf gewinnt gegen Cottbus 3:1. Ich darf Sie noch einmal recht herzlich begrüßen, denn auch heute im neuen Jahr, erstmal darf ich Ihnen noch einmal ein frohes neues Jahr wünschen, laut Knigge darf man das ja bis zum 15. Januar, ich habe extra nachgeschlagen, den haben wir heute, also vor allen Dingen sehen wir uns ja wahrscheinlich erst das erste Mal. Frohes neues Jahr noch einmal und wie könnte das Jahr besser anfangen als mit einem Sieg? Und darüber wollen wir natürlich reden in unserem VIP-Talk, präsentiert von Celtic Lehmer-Peters und Keuter Grundbesitzverwaltung, heute mit Oliver Fink, unter anderem Torschütze, kommen wir gleich sicherlich noch drauf zu sprechen. Ah, gibt auch einen Applaus, Olli. Und Alex Spengler, der hat zwar heute kein Tor geschossen, aber wenn er nicht die richtigen Schuhe rausgesucht hätte, dann hätte das, wäre es gar nichts geworden. Natürlich unser Kultzeugwart, der uns sicherlich ein bisschen was erzählen kann, auch aus dem Nähkästchen und sicherlich auch zum Besuch in der heutigen Woche. Denn die Toten Hosen waren ja plötzlich auf dem Trainingsplatz und das hat er eingefädelt. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber natürlich wollen wir kurz noch über das Spiel reden und Olli, fangen wir mit dir an. Das hat richtig gut geklappt, heute auch mit der Doppel-6, gemeinsam mit Adam Bocek. Sag, was hast du das Spiel gesehen und auch vielleicht eure neue Konstellation? Ja, ich denke, dass wir von Anfang an versucht haben, gegen den Ball gut zu arbeiten, kompakt zu stehen und dann unsere spielerischen Akzente nach vorne zu setzen. Und heute hat das eigentlich richtig gut geklappt. Vor allem haben wir auch mal die Tore rausspielen können. Und dass dann am Schluss die 3 da steht, das tut natürlich mal gut. Und bei dir steht in der Statistik jetzt auch ein Tor mehr. Wie hast du das, die Szene gesehen? Ja, es ist eine tolle Ecke von Sascha Rösler. Ich finde es immer einfacher, wenn du auf eine stehende Abwehr da drauflaufen kannst, weil da hast du einfach mit der Geschwindigkeit Vorteile. Und so war der Kopfball einfach eigentlich einfacher. Ja, und der Kapitän Lumpi hat auch ein Tor gemacht, auch mit dem Kopf, was ganz Besonderes. Ich glaube, der hat sich auch unglaublich gefreut und vor allem habt ihr euch auch mit ihm gefreut. Ich glaube, dass Melka nicht noch aus dem Torwart dazu kam, fehlte gerade noch, aber den hatte, glaube ich, jeder unter sich begraben dann. Ja, ich denke, es ist natürlich für jeden schön, ein Tor zu machen. Und wenn man dann am Schluss noch als Sieger vom Platz geht und eigentlich wirklich gutes Spiel gemacht hat, dann kann man sich da ruhig mal drüber freuen. War das euer bestes Saisonspiel heute? Ja, ich denke schon, weil wir, wie gesagt, auch spielerische Akzente haben setzen können und eigentlich für den Gegner wenig zugelassen haben. Das 2:1 war nochmal ein kleiner Dämpfer für uns, aber zum Glück haben wir dann gleich zurückschlagen können mit dem 3:1 und dann war eigentlich der Sack zu. War eine sehr, sehr kurze Vorbereitungszeit für euch, eine kurze Winterpause. Ihr habt sie aber sehr, sehr gut genutzt, denke ich. Ich glaube, das war die beste Entscheidung, nach Spanien ins Trainingslager zu fliegen. Ja, wenn man hier natürlich die Bedingungen auch im Nachhinein betrachtet, wie die Plätze hier waren und jetzt durch den Regen natürlich und das Sauwetter, das macht es ja alles nicht besser. Und in Spanien haben wir richtig gute Bedingungen gehabt und deswegen haben wir uns auch gut vorbereiten können auf das heutige Spiel. Richtig ordentlich Arbeit gab es bestimmt auch für dich, Alex, als Zeugwart in Spanien, oder? Kann ich mir vorstellen. Oh ja, das ist mittlerweile ungefähr mein 50. Trainingslager, also es ist schon eine kleine Routine drin, dass jeder Griff sitzt, also heutzutage ist nicht so schlimm wie in Anfangsphase. Wo warst du schon überall im Trainingslager, ohne dass du jetzt alle aufzählst, aber was war vielleicht so das Skurrilste? Ja, Gran Canaria, damals diese Turnier in Maspalomas, das war immer schön. Türkei, also überall, wo wir waren, war so. Haben wir immer hervorragende Verhältnisse. Nur einmal, wo wir mit Maslow in Portugal waren, eine Woche waren wir in Portugal und da durfte man nicht auf Trainingsplatz, weil eine Woche nur geregnet hat. So kann es auch gehen. Ja, ich habe es gerade eben spaßeshalber gesagt, wenn du nicht die richtigen Schuhe rauslegst, dann wäre das heute wahrscheinlich auch nichts geworden. Wie viele Schuhe sind das überhaupt, die da unten schlummern? Also durchschnittlich hat jeder Spieler, lach nicht jetzt, durchschnittlich hat jeder Spieler so 6 bis 7 Paar verschiedene Schuhe. Und dann kannst du dir vorstellen, bei 25 Spielern, wie viel ist das? Aber die meisten haben jetzt schon die Noppen oder wie heißt es, Multifunktionsnoppen mittlerweile? Ich habe keine Ahnung. Also oder musst du selber noch die Stollen dran schrauben? Gibt es das noch? Ja, ja, sicher. Die Stollenschuhe, besonders die Abwehrspieler, die spielen meistens mit Stollenschuhe, mit Alustolle und dann, wie nachdem wie die abgenutzt sind, da muss man austauschen. Deswegen gehen die Spieler vor dem Spiel, wenn die ins Stadion kommen, testen die Platz. Da können die entscheiden, welche Stollen die drauf haben wollen und dementsprechend machen wir auf die Schnelle. Wie stehst du zu farbigen Schuhen, vor allen Dingen auch zu blauen Schuhen?
Oh, mir ist egal. Mir ist egal, wenn die mich Spieler ärgern, wenn der weiße Schuhe hat, dann nehme ich die schwarze Creme und dann ist Feierabend. Ja, Olli, du setzt auch manchmal farbliche Akzente auf dem Spielfeld. Ja, heute habe ich auch in der Halbzeit die Schuhe gewechselt, weil ich erste Halbzeit nicht so gut zurechtgekommen bin. Aber in der Tat haben wir jetzt, ich glaube, wir sind zu dritt, die heute mit blauen Schuhen gespielt haben. Vielleicht sollte man das jetzt beibehalten. Ah ja, wenn's Glück bringt, dann sehe ich darüber hinweg. Ich finde immer, es passt doch, wenn dann rote oder weiße oder schwarze. Ja, ich weiß, optisch beißt sich das natürlich, aber ja, man kann sich halt das nicht immer aussuchen. Mutig fand ich heute, ich glaube, es war die Nummer 10, wenn ich mich richtig, Daniel Adlon, glaube ich. Bin mir auch nicht genau sicher bei Cottbus. Er hat mit pinken Schuhen gespielt. Würdest du das auch machen? Nein. Danke, das wollte ich hören. Ja, die Woche gab es Besuch auf dem Trainingsplatz. Da habt ihr, glaube ich, nicht schlecht gestaunt. Ne? Die Kamera weiß gar nicht, wo sie hin soll. Ich weiß auch noch nicht. Die Toten Hosen waren auf einmal da. Das hast du eingefädelt. Naja, ich habe die Hosen damals eingeladen zu meinem 59. Geburtstag. Und dass die gerade Pause in dieser Zeit hatten, die waren durch ganze Welt verstreut, haben die Welttour gemacht. Und da habe ich gesagt, okay, wenn ihr alle zusammen da seid, dann kommt ihr zum Mittagessen mit der Mannschaft. Mein Ziel war, dass die Mannschaft mit der Band Kontakt aufnimmt, dass sie sich gegenseitig kennenlernen. Weil wir wissen alle, dass die Hose, ist egal, ob die in Düsseldorf hier im Stadion sind oder in der ganzen Welt, dass die jede unsere Spiel verfolgen und einer der treuesten Fans von uns sind. Deswegen wollte ich, dass die Mannschaft Kontakt mit der Band aufnimmt. Und wie war dieser Kontakt, Olli? Ja, für uns ist es natürlich ein tolles Erlebnis. Ich meine, welcher Verein oder welche Mannschaft hat schon so eine schlagkräftige Truppe da in der Hinterhand und so eine geile Band einfach. Ja, ich freue mich einfach drauf, wenn die das nächste Mal hier in Düsseldorf irgendwo spielen, dass wir dann wieder auf ein Konzert kommen. Ich glaube, der Alex, der kann seine Kontakte dann spielen lassen. Dann sind wir wieder dabei. Alex Spengler ist ja auch nach wie vor der festen Überzeugung, das Lied Hier kommt Alex ist für dich. Nein, das stimmt nicht. Das war für Alexander Ristich. Ah, auch schon ein bisschen was her. Ja, das Engagement der Hosen natürlich wirklich in allen Ehren. Ne? Die haben ja auch zum Verein gestanden, als es nicht so gut aussah. Ja, richtig. Gerade in dieser Zeit, viele Leute haben das vergessen, wo der Verein fast pleite war, wo die Hosen, die haben nie irgendwas von sich vermarktet haben, aber in diesem Moment nur die Fortuna zu helfen, haben die ganze Tour verkauft an Diebels und die ganze Einnahme haben die dann Fortuna zur Verfügung gestellt, dass der Verein sozusagen gerettet war. Tja, und auch die Toten Hosen Trikots, da haben wir, glaube ich, so viel verkauft wie damals der FC Bayern so ungefähr. Das war wirklich sensationell. Wollen wir noch kurz nach vorne schauen. Nächste Woche geht es ins Olympiastadion, ein ganz besonderes Stadion mit der Hertha, ein absoluter Traditionsclub natürlich auch, da freut ihr euch sicherlich. Und ja, was sind die Ziele dort? Ja, wir wollen auf jeden Fall was mitnehmen. Also wir sind hochmotiviert, die wenigsten von uns haben bisher da im Olympiastadion spielen dürfen. Und klar, nach so einer Leistung von heute, wenn wir das wieder abrufen können, dann ist da sicherlich einiges drin. Da bin ich von überzeugt und vor allen Dingen werden euch ganz, ganz viele Düsseldorfer unterstützen. Das weiß ich ja aus besten Kontakten, denn wir haben selber noch einen Fanbus auf die Beine gestellt. Also da wird ein ordentlicher Mob hinfahren. Ich denke mal, so mindestens 2000 Düsseldorfer werden es bestimmt werden. Ja, bestimmt. Also ich finde diese weite Strecke Samstag, Sonntag am besten zu spielen. Nicht wie in Augsburg am Montagabend. Unsere Fans können nicht dahin fahren oder in München Montag haben. Deswegen bin ich überzeugt, dass die Fans das ausnutzen werden. Mit einer Reise nach Berlin. Eine Berlin-Reise ist immer wert und erlebniswert. Und mit 3 Punkten im Gepäck geht es dann nach Düsseldorf und dann sehen wir uns nämlich hier wieder in der Esprit Arena am 28. Januar. Das ist dann Freitagabend. Der Gegner heißt FSV Frankfurt. Spiel beginnt dann um 18 Uhr. Wie gesagt, wir sehen uns hoffentlich in Berlin oder gegen Frankfurt. Vielen Dank, Alex Spengler, unserem Zeugwart und natürlich Oliver Fink. Das war unser VIP-Talk, präsentiert von Kälte Klima Peters und Keuter Grundbesitzverwaltung. Mein Name ist André Scheidt. Schönes Wochenende noch.